Die Clubreserve also zu Gast beim FV Illertissen, der keines der letzten drei Ligaspiele für sich entscheiden konnte. Die Gäste dagegen ausgeruhter und mit Rückenwind. Drei der letzten vier Spiele konnten sie gewinnen. Der Kopf ist also oben. Jetzt soll der nächste Sieg her gegen den tabellarisch unterlegenen FVI. Und die Nürnberger glänzen auch mit vielen Chancen, können aber ebenso wenig einen Treffer landen wie die Gastgeber. Einmal klingelt's dann aber doch, in der 60. Minute köpft Lux ein, aber die Fahne wird eben auch gehoben. Schiri Kornblum gibt Abseits, das Tor zählt nicht und der Ball zappelt auch nicht noch einmal im Netz. Der FCN verabschiedet sich nach einer kämpferisch guten Leistung aus Illertissen mit einem Platzverweis. Mit der gelb-roten Karte gegen Weber heißt es Abmarsch von einem mittelprächtigen, weil auch torlosen Remis.